Willkommen zu SimCity Builded. Wir haben wieder eine Menge Geld und eine goldene Truhe. Die habe ich mir aufgespart für diese Folge. 15 SimCash. Ah, da fehlt was. Was können wir hier machen? Irgendwelche Aufgaben? Wohngebäude ausbauen, das könnten wir gleich mal machen. Frachtschifflieferung. Ja. Dann machen wir erstmal Wohngebäude. Start. 2 Stück ausbauen. Kann ja nicht so schwer sein. Und fertig. Das war ja leicht. Katastrophen auslösen. Dazu fehlt wieder das. Ich weiß immer noch nicht, wie man die bekommen soll. Ich weiß es einfach nicht. Dankeschön. Hallo? Achso, ja. 3 von 8. Okay, da habe ich zu wenig. Schade. Sammeln wir erstmal ein paar Ressourcen ein. Oh, Stadtlager voll. 2 Hämmer. Ja. Okay. Kaufen wir mal was. Oder? Moment. Moment. Oh. Ja, das brauchen wir aber leider nicht. Das und das erstmal. Textilien. Dauert dann halt ein bisschen lange. Entweder ich mache das dann in der nächsten Folge oder ich mache jetzt einen Cut oder... Ah nee, ich mache das dann in der nächsten Folge, Leute, ja? Mal gucken, ob wir noch was machen können. Irgendetwas, was schnell geht. Holen Sie sich goldene Schlüssel. Ah nee. Es dauert immer alles so lange. Aber hier kann ich noch was verbessern. Und jetzt hier. Ich kann hier was wieder einsammeln. Und dann hier. Jetzt geht's richtig los. Dankeschön. Ein Lagerschloss fehlt. Das ist natürlich doof. Aber hey, wir haben fast 100.000 Bewohner. Flughafen freischalten, 120.000. Okay. Was kann man hier nochmal machen? 5 Katastrophen auslösen. Ja, ich frag mich, wie man die auslösen kann, wenn man nicht die ganzen benötigten Ressourcen hat. Moment mal, es gab doch irgendwo eine Sache, womit man
Ah, hier. Das einmalige Maxes Herrenhaus ist. Der berühmte Bewohner Maxes Man bietet Wus Spezialobjekte zum Verkauf an. Aber halt 1000 Sim Cash. Und so viel habe ich nicht. Ach man. Aber kann ich eh nicht machen. Kann ich auch nicht machen. Das kann ich machen. Oh. Ich will keine Werbung. Ich will einfach keine Werbung. Aber es kommt trotzdem immer wieder welche. Ha. Endlich. Ja, mache ich. Können wir mal was wieder zum Strand hinsetzen. Oh, Aussichtsturm. Surferstrand. Volleyballfeld. Irgendwas, was vielleicht Simoleons kostet, wäre gut. Oh, nur für begrenzte Zeit. Einkaufszentrum Halbmond. Ist ganz schön groß. Aber hab eh nicht genug dafür. Entspannender Strand. Gibt's nur was, was Simoleons kostet? Bitte. Nein. Schade. Parks, Basketballplatz. Nee. Ach man. Haben denn. Oh nein, nicht mal alle Gebäude haben einen Park. So. So habe ich das doch gemacht. Also. So eins. Ja, und dann so eins. Nee, ich meinte eigentlich, dass da. Landschaft. Ja, ich weiß, das kostet mich jetzt auch goldene Schlüssel. Aber ich mag das halt so. Ja. Genau. Und jetzt wieder gerade schieben irgendwie. Ja, okay. Bürgermeisterwettbewerb. 3 von 5 geschafft. 8000 Punkte sammeln. Nee. So, jetzt habe ich mal kurzes WLAN ausgeschaltet. Ich hoffe, das verhindert, dass da dauernd Werbung kommt.
Ja, werde ich. Ja, ich bin jetzt offline. Ah, okay. Dann klappt das halt nicht. U-Bahn? 72. Und da 70, okay. Ein paar Steuern ansammeln. Okay, also, das Spiel geht kaum offline. Wartet kurz. So. Das wird eine Menge Arbeit, das alles zu kappen. Und es regnet mal wieder. Super. Fünfzehn Holz. Wer braucht so viel? Stück verkaufe ich mal eins. Ah, wir haben schon drei von diesen Fernsteuerung und ein Handschuh. Aber diese Batterien hier oder was auch immer das da ist. Ja, ich glaube, das sind Batterien. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich die bekommen soll. Dankeschön. Jawohl. Wie sieht es eigentlich hier mit den Straßen aus? Ja, ganz okay. Boah, sind die Grundstückspreise hier hoch. Also, wenn es ganz dunkelblau ist, zeigt es an, dass es halt sehr, sehr wertvoll ist. Und wenn es so hellblau ist wie hier, dann ist es ein bisschen wertvoll. Und wir haben nur noch luxuriöse Häuser. Keine Standard- oder Premium-Häuser mehr. Okay, die sind alle versorgt und Ami Bildung. Ja, da habe ich auch noch vor kurzem hier die öffentliche Bibliothek reingemacht. Okay, Leute, ich glaube, das war's dann. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr wollt. Und lasst auch mal ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao!